Hallo liebe Zuschauer, ich beginne hier eine kleine Reihe von Videos zu meinem Buch Saturn Hitler, das im März 2016 erscheinen wird. Und zum Auftakt stelle ich mir natürlich die Frage, was gibt es denn Neues über Hitler? Es gibt insgesamt ja ein aufgespaltenes Hitlerbild. Auf der einen Seite der Mainstream mit seiner Monumentalisierung und Dämonisierung, auf der anderen die Verherrlichung und Verklärung, zumindest bei einem Teil der sogenannten Rechtsextremen. Wie es wohl mein Talent ist, kann ich mich weder bei der einen noch bei der anderen Gruppierung anbiedern. Es gibt wohl auf beiden Seiten relativ leicht durchschaubare Mechanismen. Da gibt es auf der einen Seite die Abgrenzung vom unsagbar Bösen, während man sich selbst dann dem Guten zuordnen möchte. Und es gibt eine Verklärung, eine Überhöhung, eine Sehnsucht nach einer guten Führerfigur, von der dann die fragwürdigen Aspekte abgespalten werden. Meine Ausgangsthese bezieht sich auf einen speziellen Irrationalismus, den man bei Hitler offensichtlich feststellen kann. Der ist von einzelnen anderen schon ansatzweise formuliert worden, nämlich dass Hitler an Astrologie glaubte. Ich zeige in meinem Buch, dass Hitler in eine Vielzahl von visuellen Inszenierungen astrologische und andere okkultistische Symboliken sozusagen eingeschmuggelt hat. Das hat bisher so noch niemand behauptet und aufgezeigt. Daraus ergeben sich dann mehrere Möglichkeiten, wie das Hitler-Regime in Wirklichkeit entstanden ist und welche Ansichten und Vorstellungen Hitler insgeheim vertreten hat. Aus dieser Perspektive sind dann die gängigen biografischen Darstellungen Hitlers oft unvollständig, wenn nicht sogar irreführend und schlichtweg falsch. Es geht wesentlich einerseits darum, ob auf den Werdegang Hitlers konspirativ eingewirkt wurde und andererseits darum, welche Rolle der Okkultismus dabei spielte, das heißt der Glaube an übernatürliche Seinsebenen und magische Wirkungen. Die Antworten lauten, verallgemeinert gesagt, ja, es gab konspirative Einwirkungen, die führen in das Milieu der Thule-Gesellschaft um 1920 zurück, einer völkisch-okkultistischen Geheimloge, und aus deren Umfeld entstand die NSDAP. Einzelne Personen aus diesem Kreis prägten das Denken Hitlers. Die zweite Antwort lautet, ja, es gibt deutliche Anzeichen, dass der Okkultglaube nicht nur Rudolf Hess und Heinrich Himmler zu konkreten Handlungen veranlasste. Für Hess und Himmler ist das ja allgemein anerkannt. Für Hitler wird das bis heute meistenteils bestritten und ist demnach noch kaum erforscht. Man könnte jetzt trotzdem vermuten, da wäre schon vieles oder alles gesagt in anderen Büchern. Schon zu Hitlers Zeiten haben Autoren über Okkultismus in der Naziführung geschrieben, so zum Beispiel Edouard Sabi und Louis Spence. Das Autorenduo Pauwels und Bergier ist damit bekannt geworden in den 60er Jahren. Der Mann mit dem Pseudonym E.R. Carmin steht mit Das Schwarze Reich in vielen Bücherschränken. Dieter Rüggeberg hat zwei Bände über Geheimpolitik geschrieben, in denen es um okkultistisches Logenwesen und deren Bedeutung in der Weltgeschichte gerade des Ersten und Zweiten Weltkriegs geht. Wolfgang Eggert sieht die heimlichen Drahtzieher in einer jüdisch-orthodoxen Sekte. Fundamentalistische Katholiken wie Johannes Rothkranz und Frank Hiltz haben eine Art Satansherrschaft in der Weltgeschichte in vielen Bänden aufzuzeigen versucht. Erst bei Stefan Berndt und Ingo Bading geht es detaillierter um den Astrologieglauben der Naziführer und die diesbetreffenden Berichte zu Hitler. Die großen Biografien zu Hess und Himmler widmen sich dem Okkultismus wenig, obwohl diese Männer vollkommen von dem Glauben an die Macht der Sterne durchdrungen gewesen sein sollen. Für Hitler wurde bisher wenig konkret benannt, woran er selbst denn eigentlich glaubte. In der anerkannten Geschichtswissenschaft hat man dann vom Nationalsozialismus als politischer Religion geschrieben. Ich zeige demgegenüber, dass Hitler mit versteckten Symbolen ganz öffentlich auf den Planeten Saturn hingewiesen hat, der in seinem Horoskop eine ganz besondere Rolle spielt. Das hat sich auch ausgewirkt auf politische Entscheidungen bis hin zu Kriegsereignissen. Einiges von dem, was man an Hitler größenwahnsinnig oder irrational nennt, lässt sich aus dieser Perspektive plötzlich ganz plausibel erklären. Damit ist sicherlich noch nicht das letzte Wort gesprochen, denn im Hinblick auf Okkultsymbolik und das Denken von Magie und Kabbala ist nicht nur in der Geschichte des Dritten Reiches noch einiges zu entdecken und neu zu deuten.
Mehr zu diesen und anderen Themen auf www.filmdenken.de.